Wenn ich das jetzt richtig sehe, war alles in Ordnung mit den letzten Folgen. Also trotz dieses komischen Lua-Crashes, den wir da haben. Aber da ist Factorio wohl recht stabil und auch die Aufnahmesoftware. Das heißt, wir können jetzt einmal weitermachen. Ich hätte gerne in meinem Logistiksystem alle Metalle, oder? Also Lithium brauchen wir nicht häufig, Silikonplatten nicht, aber die anderen. Es ist echt viel. Fangen wir anders an. Wir fangen an mit Chips. Brauche ich immer alle Chips? Nein. Brauche ich manchmal Chips? Ja. Jetzt haben. Was ist das Falsche? Nee, das ist das Richtige, oder? Circuit Board, ja. Doch. Schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt, die Dinger. Gut. Die brauchen wir fast immer. Dann Kisten. Oh, stimmt. Bevor ich hier weiter aufräume, automatisieren wir jetzt die MK1 Kisten. Wo sind die MK0 Kisten? Haben wir die überhaupt noch? Stimmt, hier unten irgendwo. Hier ist der ordentliche Bereich. Nee. Doch da. Okay. Erstmal seid ihr alle vollkommen veraltet. Das machen wir mal mit einem Zauberstab. Wusch. Alles weg. Alles wieder da. Ich mag den Zauberstab. So, alles vergöttern. Selbst die Holzkisten. Sind die Beschränkungen jetzt automatisch auch aufgehoben? Nein. Sehr gut. Okay. Du wurdest nicht vergöttert, weil du blau bist und wir nicht ein Upgrade haben von blau auf rot. Das ist okay. Die beiden müssten hier allerdings erstmal weg. Dafür hätte ich ganz gerne. Ne, den würde ich gerne behalten, den aber eigentlich auch. Bauen wir noch einen Blueprint. Zip. Und tu den mal dahin. Und mach einen Blueprint hiervon. Und setz den da oben hin. Und mach dich weg. Okay. Damit wir hier genau die drüben einmal kopieren können und upgraden. Wobei es nach unten hin besser wäre. Spricht da irgendwas gegen nach unten das zu bauen? Nö. Den Platz hatte ich hier mal veranschlagt für Chip-Produktion, weil ich damals davon ausging, dass wir viel mehr Platz brauchen. Aber jetzt schaffen wir das mit. Ich glaube, wir würden es ehrlich gesagt mit einem blauen, einem grünen, einem weißen, einem braunen schaffen. Mit genug Gottmodulen und eventuell Superbeacons. Ah, soll's. Heißt auf jeden Fall, dass ich genug Platz habe, um das hier nach unten zu machen. Denn müssen wir gar nicht mit Kisten arbeiten, sondern können es direkt weiterreichen lassen. Nämlich so, so, so und so. Zu dir, dir, dir und dir. Du machst bitte diese Dinger. Du brauchst alle nur grüne Chips dazu. Das ist einfach. Zing. Zing, 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 zing. Jetzt kommt blau, rot, lila. Blau, rot, lila. Beschränkt werdet ihr auf zwei Stacks. Beschränkt, 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 beschränkt. So, dann schmeißen wir euch raus, euch raus, euch raus. Du bist eher an der falschen Stelle. Du auch. Du gehst dahin, wirst da festgetackert. Du weg, du weg. Dann nehme ich mir eine. Brauchen wir gelbe Kisten überhaupt in der Schnellleiste? Nö, ne? Gelbe Kisten nicht. Aber blau. Blau. Warum habe ich die jetzt mitgenommen? Nein. Okay. Geh weg. Gott. So, blau. Rot. Lila. Verdammt. Da. Friss meine roten und blauen Kisten. Geht weg. Okay, und die werden jetzt zip, zip, zip festgemacht. Und auch angefordert, würde ich sagen. Ja, warum nicht? Also forder bitte. Es gibt noch bessere. Die habe ich vergessen. Kann ich die schon erf also erforschen? Kann ich sie bestimmt, aber ich habe sie noch nicht erforscht, glaube ich. Kisten? Kisten, Kisten, Kisten?
Ich sehe keine Kisten. Das sieht aus wie eine Kiste, aber es ist eine Zentrifuge. Müssen definitiv mehr Dinge erforschen. Ah, hier, Kisten. Braucht man eben 1000. Go. Das heißt, ja, bereite schon mal vor. Die Forschung dauert ja nicht lange. So, 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 so. Das heißt, du hättest gern dann die gelben MK1-Kisten und was brauchen wir noch? Blaue Chips, okay. Und blaue Chips. Brr, brr, brr. Gut. Du, achso, Shift, Tipp, Tipp, Tipp. Kein Gelb, kein Gelb, kein Gelb. Blau. Blau. Rot. Nein, das waren die richtigen, okay. Du raus. Du raus. Du raus. Du raus. Das heißt, jetzt können wir schon bauen, richtig? Richtig. Gelbe, gelbe Kisten. Genau, bau gelbe, gelbe Kisten. Du blaue, gelbe Kisten. Du rote, gelbe Kisten. Und du lila. Ach, lila, gelb. Kranke Mischung. Du zack, 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 zack. Und euch beschränken wir auf zwei Stacks. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Wir schmeißen euch wieder raus. Wir bauen hier irgendwo eine lila Kiste hin, damit ich meinen Kram wieder wegschmeißen kann. Weg, 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 weg. Weißt du was? Schmeiß alles weg. So, alles weg. Alles weg. Okay. Ha, befreiend. So, und jetzt fordern wir nur die Creme de la Creme an. Dich. Dich. Dich und das Gelbe gar nicht. So, die da kommen raus. Ich habe vergessen, übrigens das hier auch noch auszusortieren. Das machen wir gleich. So, weil hier ist ja noch jede Menge Kram drin, den wir gar nicht wirklich nutzen. Und der nur schöne Quickslots wegnimmt. Die da brauchen wir auch nicht mehr drin. Die Sachen, die jetzt hier drin sind, die brauchen wir relativ häufig. Wobei die Blueprints einen extra Platz bekommen sollten. So, das ist jetzt die Blueprint-Ecke. Da ist die Kistenecke. Diese Kisten sind fest. Sollte ich jetzt alle haben. Das heißt, zopp, alles weg. Gut. Also Kisten hätten wir jetzt zu Ende automatisiert. Ich glaube, es gibt da nichts mehr drüber. Und wenn, brauchen wir es nicht wirklich. Was ich jetzt gerne weiter erforschen würde, wäre die Artilleriegeschichte. Aber damit sind wir, glaube ich, komplett durch, oder? Gibt es da noch was? Rocket Defense ist Spielende, nein. Ein Beacon MK3. Ha. Guck mal. So. Bum, 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 bum. Baue ein Beacon und gucke, ob. Ja, wir haben nichts, das ist richtig. So. Fordere bitte an. Du hättest gerne immer Eisen, du hättest gerne immer Kupfer, du hättest gerne immer Stainless Steel Plate, nein. Du hättest gerne immer Plastik und Stahl und Steinziegel und Stein. Und Holz brauchen wir auch öfters. Batterien, ja. Rote Engines, gelbe Engines. CPUs, Integrated, das. Die ganzen Bob-Geschichten kommen jetzt. Nicht zweimal. So. Dann Titan Gear Wheel, Titan Bearing, Titan Platten, Titan selber. Nee.
Blei, Silber, Gold, Brass, Bronze, Nito, was auch immer. Kobalt brauchen wir es gar nicht. Tin, ja. Tungsten. Rubber. Die ganzen Sachen nicht so wirklich. Glas. Ich glaube, das reicht erstmal. Der Rest wird uns ja schon auffallen, wenn irgendwas fehlt. Dann fordern wir es wieder an. So. Was wollte ich jetzt machen, bevor ich angefangen habe aufräumen? Ich wollte die Beacon testen, diesen Beacon MK3. Artillerie und so weiter. Erstmal Beacons. Unter was waren die? Waffen? Also es sind keine Waffen, aber es könnte von der Zuordnung her mit hinkommen. Nee. Die sahen auch so komisch aus. Also hier sind die Mini-Beacons. Aber nicht die normalen. Da, bei den Modulen. Okay, Bau Basic Beacon. Dafür bräuchten wir Alu. Und wir haben keine grünen Chips. Oh Gott. Gottmodule sollten wir... ich gerade beim Thema sind. Gottmodule sollten wir anfordern. Weil die hier nicht hinterherkommen. Warum auch immer. So. Kommt ihr jetzt hinterher? Upgradet mal eure Ärmchen. Brupp, 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 brupp. Jetzt haben wir noch grüne. Okay, was fehlt noch? Aluminium. Ah, das passt hier mit rein. Das fordern wir auch nochmal an. Aluminiumplan. Was mault eigentlich die ganze Zeit da? Ja, ich ignoriere jetzt schon gekonnt seit 2 Folgen durchgehend dieses Wäh, 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 weil das Wäh, Wäh, Wäh ist meistens nicht wirklich wichtig. Ja, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Hatte der nicht mal 2 Züge dran? Oder war das in dem Segment, was kaputt gegangen ist wegen dem Lua-Error? Ich glaube schon. Ja, ihr steht auf verlorenem Posten da. Ihr werdet nicht verstärkt. Das heißt, irgendwann seid ihr kaputt. Oh, na gut. Alien-Artefakte können wir anfordern. Ja, forder mal. 400 Alien-Artefakte. 200 waren Stack, ne? Ne, 400. 400 ist okay. So, 400 anfordern. Für diverse Experimente. Ich hätte jetzt aber ganz gerne ein davon. Und dann bauen wir mal. Also erstmal würde ich gerne gucken, ob die die Größe behalten haben. Das ist jetzt ein MK0 Beacon. Irgendwas wird zerstört, das sind nur Kampfroboter, okay. Also ob die MK2er und MK3er die gleiche Größe haben und ob sie die gleiche Reichweite haben. Aber ich denke mal, die Reichweite wird höher sein. Entweder das oder es passen mehr Module rein. Passen da Gottmodule rein? Nein. Passen nur Speedmodule rein. In Anführungszeichen nur. So, du, da, du bist jetzt ein Zweier, wesentlich größere Reichweite, okay. Du bist bei Crafting Speed 56. Du bist bei Crafting Speed 75. Also ihr alle. Und das ist nur ein Zweier. Was ist mit dem Dreier? Baust du gerade den Dreier? Ja, Dreier ist in Arbeit. Sehr schön. Also das macht jetzt nochmal alles um einen beliebigen Faktor kränker, als es schon vorher war. Weil wenn der Sprung von hier nach da fast verdoppelt, ich glaube es verdoppelt, verdoppelte Reichweite ist und die MK3-Stufe das jetzt nochmal verdoppelt, dann reicht es, wenn wir hier da einen hinsetzen, da einen hinsetzen, da einen hinsetzen und alles da drin wird nochmal viel schneller. Oh, und wenn die MK3-Stufe auch noch mehr Slots hat? Also man kann so viel Mist bauen in diesem Modpack, das ist schon nicht mehr feierlich. So, MK3 hat eine riesen Reichweite, richtig.
Jetzt ist man dahin und hat richtig viele Slots. Bam. So, Crafting Speed 113. Und das ist immer noch langsam mit den Artefakten.